Und damit Konnichiwa, meine kleine lieben süßen Automatomodachis und herzlich willkommen zu Review zu Finally in Love Again. Ja, ich kann nur dazu sagen, das ist eins meiner liebsten Otomo-Games von Voltage, natürlich. Weil ich finde einfach, es ist voll schön gemacht, dass einmal eine ältere Frau auch mal die Liebe ihres Lebens mal findet. Ich meine, sie hat ungefähr über 30 Jahre alleine mit sich selbst verbracht, mit Freunden und alles und noch nie wirklich eine Beziehung gehabt oder zumindest nicht so eine ernsthaftere Beziehung. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 8. Nee, ich glaube, das sind wirklich 7 oder 8. 8 oder 7, also den beiden. Hübsche junge Männer, die uns lieben. Und ein Ex-Freund hier drin, ne? Also, aber wie in den Kommentaren. In den Kommentaren, nein. Fuck, was wollte ich sagen? Über die Charaktere. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das jetzt vertauscht habe, aber ich meine Charaktere werden wir gleich nochmal eingehen. Und das ist das erste Otomo-Game, wo die ganze Zeit eine Stimme läuft, also halt eine Musik. Also wirkliche Musik, nicht so Soundtrack, sondern eine Musik. Das ist echt so. Und die ist sogar toll. Ich mache aber trotzdem ein bisschen leiser. Ich finde das toll. Das hat auch so einen Pluspunkt bei mir gebracht. Okay, wollen wir erst zur Story gehen? Bevor ich hier einen vorsinge, das wollen wir alle natürlich nicht. Nein, das ist außerdem der Ex-Freund so nebenbei. Gehen wir kurz zum Prolog. Mein Geburtstagsgeschenk, Liebe. Die erste Zeit nach 10 Jahren oder in 10 Jahren. Wir sind total in unseren Job eingeengt. Und unser Liebesleben ist halt ein bisschen in die Brüche gegangen. I don't think I know how to. Ich glaube nicht, dass ich noch weiß, wie eine Beziehung funktioniert. Okay, das ist der falsche Prolog. Falsche Prolog, falsche Prolog, falsche Prolog. So. Oh nee, das war doch richtig. Okay, sorry, egal. Aber das ist so eh besser. Wir treffen unseren Ex und da ist immer noch ja, kleine Funken zwischen uns. Und dazu kommt noch, dass 5 attraktive Männer deine Liebe zu dir gestehen. Tada! Nochmal einfach zusammengefasst, wir sind eine Patissier, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und wir hatten vorher unseren Job verloren. Aber dann hat uns Aoi, du heißt Aoi, oder? Ich glaube, du hieß so, oder? Aki, ja, fast. Ich habe ein Wort vertauscht. Dann hat Aki, also der Besitzer von Patissier Lomé oder wie auch immer, uns aufgenommen. Und ja, so beginnt theoretisch die Liebesgeschichte. Und da haben wir schon den ersten Charakter, Fujishima Aki. In Klammern mein Lieblingscharakter. Ne, ihr versteht schon. Also ich habe fast alle gespielt, außer den Lilan habe ich nicht gespielt, weil irgendwie kommen wir arrogant rüber. Ich habe sogar den Ex gespielt. Also jetzt mal ganz ehrlich, was stimmt mit mir nicht? Aber egal. Wie gesagt, Aki ist 26, Blutgruppe A und der ist der Besitzer von Patissier Lomé. Ich mache diese Sachen, weil ich dich liebe. Du dachtest, Aki wäre ein netter Kerl, bis du herausgefunden hast, wie er anders ist. Also die kalte Schulter zeigt, sag ich das mal so. Wie bin ich mit dem im Bett gelandet? Ach, das war wunderschön. Das war sehr wunderschön. Man denkt es nicht, aber der ist echt eine richtige Raubkatze. Was denn? Ist so. Ich liebe den. Das ist einfach so. Und seine Story hat mir so mega toll gefallen. Und ich finde, der sieht so mega gut aus. Weil halt irgendwie auch ein bisschen die Früh von Udata, von Udashima Sakura-sen. Und das finde ich noch toller. Ich glaube, das habe ich bei meinem alten Kanal auch schon mal gemacht, weil ich erinnere mich ein bisschen daran. Aber naja, egal. Ein Wolf in ein Schafskostüm. Ich weiß nicht, wie die Freundin heißt, aber das ist eine Mitarbeiterin-Freundin. Und ja. Aki ist so sexy und süß und ziemlich gut in seinem Job. Kannst du überhaupt dir vorstellen, wie großartig er als Boyfriend wäre? Oh ja, Schätzchen, da kann ich dir eine Menge Storys erzählen, du. Und das ist Momo. Ich kenne ihn seit der Highschool.
Aber ich habe immer noch keine Idee, wie er so denkt. Versuch's erst gar nicht, den Pokerface zu knacken. Wenn du mich brauchst, ich bin hier. Ich werde immer hier sein. Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Immer ruhig und organisiert. Er zeigt nie wirklich seine Emotionen. Aber er kann manchmal kalt und herzlos zu Frauen sein. Zu wem würde er dich verwandeln, wenn er sein Herz öffnet? Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Kerl. Ich habe alles gespielt. Das habe ich gespielt. Das habe ich nicht gemacht. Die Sequels habe ich ausgelassen, okay. Aber ich habe Main Story und Epilog gespielt. Ach ja, es waren Zeiten, wo alles noch neu war. Jetzt kenne ich alles und das kotzt mich vollkommen an, ne? Aber wir zeigen noch die Main-Bilder und dann ist eigentlich auch gut. Da sage ich auch was dazu. Ja, die Bettszene. Ich liebe die Bettszene. Die Bettszene ist so fantastisch, fantastisch. Und so sein sadistic Smile. Ich liebe es. Ich hab das schon alles so. Erstmal war so Momo mein Lieblingscharakter, aber dann kam Aki und dann hat mein ganzes Leben verändert, ne? Ich meine, hallo, der ist der Sohn einer. Ich glaube, das war eine Firma, aber ich weiß nicht welche. Ich glaube, für Mode, glaube ich sogar noch. Der Vater treibt eine Modeindustrie oder so. Ich weiß das nicht mehr so genau, aber irgendwie sowas in der Art war es mal. Aber wir gehen zu Momoi weiter. Also, er ist ein Weib Momoi, aber ich nenne ihn Momo. Soichiro Momoi. 25 Jahre alt, Blutgruppe 0. Patissierchef bei Patissier Lomé. Verliebt dich nicht in mich? Er ist ein erstrangiger Patissier, aber du und Momoi können uns einfach nicht ausstehen. Wie sind wir dazu gekommen, überhaupt ein Paar zu sein? Er hat dich mit einem kleinen Finger gewickelt. Ah ja. Der war der Erste, den ich gespielt habe, das weiß ich ganz genau. Deswegen. Ich fand den am Anfang top, weil er wegen braunen Haare, braunen Augen, ne? Also. Da muss man schon sagen, ich fand das schon ziemlich cool. Jemand so ein Profil. Ich weiß aber auch nicht mal so alles, aber der ist aber auch fantastisch. Ich weiß nicht, was Conceited heißt, aber egal. Der ist auf jeden Fall stolz. Über sich selbst überzeugend. So, Aki, was hast du zu sagen? Er hat ein Großmaul. Aber du solltest ihn bei der Arbeit sehen. Seine Begeisterung zum Backen ist second to none. Ist unglaublich, sag ich jetzt mal. Oder kann halt von seinem Scheißverhalten einen wirklich coolen Backverhalten ändern. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Aber ich sag's mal so. Und die unten, die zwei sind unsere Zwillingsbrüder, die jünger sind als wir. Momoi ist jung und sieht ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, was Silent heißt. Aber er muss irgendwas haben, um dich auszuwählen. Meine Küche, meine Regeln. Gehen wir ein bisschen tiefer. Ja, sei einfach nackt. Ist okay. Ist ganz okay. Ich meine, ich habe ja nur halb minderjährige Zuschauer. Das ist gar kein Problem, wenn du halb nackt hier rumliegst. Das ist gar kein Problem. Er hat einen Großmann und ist immer ziemlich schlecht gelaunt. Aber zu sehen, wie ernst er bei der Arbeit ist, bringt es dich dazu, dein Herz schneller zu schlagen. Tick, 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 tick. Ich werde niemals einen Mitarbeiter daten. What is the sadness? Was diese Traurigkeit, was in seinen Augen ist, sowas. Zeig mir, was die Erfahrung dir beigebracht hat. Holder, die Waldfee. Eieiei. Ach, Momoi, du bist ja fantastisch. Oh, ich hab das unten vergessen. Machen wir gleich. Ja, ich hab den gemacht. Nee. Ja. Ich hab keine Bilder mehr von dem. Ich hab ihn als allererstes gemacht. Das heißt, bevor ich das deinstalliert habe, wieder installiert habe. Oder? Das ist ein Scheißweg. Aber ich hab ihn gespielt, Mann. Ach man, Momoi, du versaust echt alles, Mann. Gehen wir zum Blumenboy. Kobayakawa Yo.
22 Jahre alt, der jüngste dieser Gruppe, muss man schon dazu sagen. Gruppe B, Mysterious The Runaway, also der ist ein Ausreißer sozusagen. Also nicht Ausreißer für Frauen, sondern der ist ausgerissen von zu Hause. Ne, hätte ich nicht gedacht, ne? Ich werde bei dir sein, Tag und Nacht. Jo ist für uns wie ein kleines Hündchen. Er ist bei uns eingezogen und arbeitet beim Blumenshop nebenan. Wo wird das denn hinführen? Und wer ist Jo wirklich? Jo ist in Wirklichkeit ein Sohn einer berühmten, ich würde nicht adelig sagen, aber schon berühmten Blumenarrangierfamilie. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, die machen so Blumen arrangieren, halt sowas als Leidenschaft. Und ja, er ist halt der Sohn, der wollte die Schule oder was weiß ich da nicht mehr übernehmen. Und deswegen ist er von zu Hause abgehauen, könnte man kurz zusammenfassen. Und ja, wir haben ihn aufgenommen. Also warum auch immer wir ihn aufgenommen haben, aber seine Bilder sind fantastisch, ne? Für einen jüngeren Boy hat er schon was auf den Karotzen, ne? Muss man schon sagen. Er ist süß. Das ist der Blumenflower-Chef und der steht komplett auf Boys. Also wie er Aki immer so Augen macht, das ist echt traurig. Also mich macht das macht mich komplett eifersüchtig. Jo arbeitet für mich. Er ist so ein süßes Sahnetörtchen und er ist super mit den Kunden. Ah, ich kann gar nicht vorstellen, wie es ohne ihn wäre. Dann Aki. Er bringt uns Flower für die Dekoration im Shop. Wenn er in den Raum kommt, leuchtet der ganze Ort oder das ganze Café auf. Aber wer ist dieses Kind wirklich? Du riechst wie eine Blume. Und dann dieses Gesicht, ne? Also sehr lieblich, ne? Er findet seinen Weg zu deiner Tür und er geht nicht weg. Er hat Mercy auf his Smile, ne? Wir sind in seinen süßen Smile verwickelt. Also, wir können nicht Nein sagen. Aber du kannst dir nicht helfen und findest das Leben zusammen ziemlich unterhaltsam. Aber was versteckt sich hinter seinem Lächeln? Du dachtest, ich würde dir nicht näher kommen, dir nicht so nahe treten, dich vergewaltigen. Nein, Spaß. Ich bin ein Kerl. Ja, du bist ein Kerl, Jo. Ich weiß das. Ich hab's gesehen. Bitte zeig mir die Bilder jetzt. Ja. Seht ihr? Das ist okay. Obwohl, nur das mit dem Shirt. Ja, okay. Aber das andere ist eigentlich ganz schön cute. Außer das letzte. Das letzte ist ja schon sehr vielversprechend, ne? So, das war von dem die Story. Jetzt kommen wir vom Kindheitsfreund. Kikuchi Sosuke, 26, mit Gruppe 0, der ist Lieferboy. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Lieferjunge. Ich liebe dich, willst du meine Freundin sein? Oh, Sosuke. Und da ist auch noch Sosuke, Mann. Du triffst auch Sosuke. Du findest, oder du bemerkst langsam, dass seine Freundlichkeit hinter seinen nicht gerade schönen Wörtern steckt. Das ist der Moment, wo du realisiert hast, dass Sosuke in dich verliebt ist. Ich glaube, bei ihm ging es ein bisschen schneller, glaube ich. So cool und ehrlich. Das ist der Lieferboy. Er scheint ziemlich ernst in seiner Arbeit zu sein. Aber ich habe noch nie wirklich mit ihm sprechen können oder ihn überhaupt sprechen sehen. Er ist etwas ziemlich mysteriös für mich. Wer ist der? Das ist die Oma, also ein Restaurant. So eine Oma, die das Restaurant führt, sowas. Sosuke ist so ein hart arbeitender junger Mann. Immer arbeitet spät nachts. Es scheint, dass er sein Essen oder Abendessen immer vor Leaf Clover macht. Also ich glaube, so heißt der Laden. Ich bin mir nicht mal so sicher. Ich habe ein Paket für dich.
Gehen wir ein bisschen tiefer. Ach, ist das nicht romantisch? Ich hätte einen Ohrring. Er zeigt nie wirklich seine Gefühle. Sosuke, ist immer schon dich verknallt gewesen, vor Jahr, also schon in ganzen Jahren so. Kannst du jeder seine Gefühle wiedergeben? Rikopukrei, keine Ahnung, was das ist. Ich denke einfach mal so. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann dir jetzt sagen, wie ich mich fühle. They look so good, I'm not dead, that's the sheep, when you know, that it would be. Entschuldigung. Ja. Er ist toll. Muss ich was so dazu sagen? Ich meine, seht euch das dritte Bild an und das, es zeigt alles. Nein, ich wollte eigentlich größer machen, aber egal. Ich auf jeden Fall, Sosuke ist auch einer der besten Boys in diesem Game. Den muss man wirklich gespielt haben. Der ist echt toll. Ich habe ihn geliebt. So, den habe ich... Nee, du bist der Jüngste sogar. Ja, ich dachte, okay. Ich habe dich hier nie wirklich angeguckt. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Das ist Tsuruya Yuto, 21, Gruppe AB, der Sohn einer traditionellen japanischen Konfektionisten oder sowas, keine Ahnung. Ich habe nie an den Himmel geglaubt, bis ich dich sah. Oh Gott. Yuto, der ist ein Lady Killer, fängt langsam an, dich zu mögen und du bist schon in Schwierigkeiten. Dinge eskalieren und du landest komplett mittendrin in einem Love Battle mit seinem Freund und ja, mit ihr und mit seinem Freund Kamei. Ich glaube, ich hätte Kamei eh genommen. Ich bin nicht mehr so sicher. Aber wir gehen ins Profil. Oh Gott, der Playboy. Der sensible Playboy. Ich hasse diesen Typen. Das ist so genial. Ach, Kamei ist der da drunter, ne? Nur so nebenbei. Ich hätte Kamei sowas von gewählt. Sorry. Ich kenne Jutus seit wir Kinder waren. Ich weiß, er scheint so wie ein kleiner Flirter zu sein, aber er kann ziemlich ernst sein. Wirklich. Er ist kein schlechter Typ. Glaub mir. Ich verspreche es dir. I want to get to know you better. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte alles über dich wissen. Tiefer. Er kann ein reicher Blödi sein. Aber unter all dem ist er ein wirklich liebender Kerl. Also halt ganz nett und alles. Er hat Angst, von der Liebe verletzt zu werden und vermeidet, sich wirklich in jemanden zu verlieben. Aber jetzt hat er dich. I never felt this way. Ich habe noch nie so gefühlt, until you came along, bis du halt kamst. Tada! So, alles ganz schnell übersetzt. Bei ihm kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich Kamei als Freund besser mag als ihn. Warte, what? Die haben es nicht teurer gemacht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. 4,09 €! Die haben 10 Cent mehr gemacht. Komplett behindert? Boah, Schreck lass nach, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Seid ihr dumm? 2,09 €. Ich dachte, ihr habt 1,99 € gekostet, alle. Ja, 4,09 €. Ihr habt einen Schuss, Alter. Oh Gott. Die Saba Kazuki, 38 Jahre alt, Blutgruppe AB, CEO von Tate und Tatin oder Toton oder was auch immer. Das ist unser Expert so nebenbei und sorry, wenn ich mich gerade aufgeregt habe, weil ich habe erstmal jetzt zum ersten Mal die Preise gesehen. Immer 3,99 € gekostet, jetzt 4,09 €, Alter, boah, das ist teuer. Dein Ex von vor 10 Jahren ist wieder in dein Leben zurückgekehrt. Sich in ihn zu verlieben? Große Chance. Aber eine schicksalhafte, unerwartender Kuss setzt dein Liebesleben wieder zurück in Bewegung. So. Ha. Jo. Dieser Typ ist ihr Ex? Hm.
Oh, ich werde langsam ein bisschen eifersüchtig. Und du? Er ist ziemlich selbstüberzeugender Typ. Ich möchte auch mal so wie der werden. Oh, bitte nicht. Der ist echt anstrengend. Was für ein perfekter Zeitpunkt. Genau die Frau, die ich gesucht habe. Sowas. 10 Jahre vorher, oder 10 Jahre ist es her, dass deine Liebe geendet hat und auf eine nicht gerade schöne Weise. Er war selbstsüchtig und hat immer seinen Weg gefunden und nichts hat sich geändert. Aber was wird passieren, wenn er dir eine andere Seite zeigt? Unsere Geschichte ist nicht vor 10 Jahren abgeschlossen. Vielleicht ist es nur der Anfang. Ich muss die Bilder gucken, dann erinnere ich mich an seine Story. Ha. Ich erinnere mich an nichts mehr. Traurig. Aber ich glaube mal, das war's. Es gibt noch eine Person in der zweiten Season, aber wollen wir uns wirklich damit beschäftigen? Ich habe ihn eh nicht gespielt, von daher. Ich habe euch die erste Season gezeigt. Auf jeden Fall lohnt sich das Spiel komplett. Ich meine, der Soundtrack ist erstmal mega super. Die Bilder sind toll, die Typen sind toll. Und es wird schon ein bisschen was anderes, weil ich meine, du bist wirklich die Ältere, außer jetzt hier bei Kazuki. Und ja, es ist halt, ich finde, das ist auch wirklich anders. Sie ist auch erwachsener, sie geht nicht immer auf jeden ein. Sie macht auch ihre eigenen Entscheidungen. Die ist die erste Frau, die nicht wirklich so dämlich ist und jeden Scheiß mitmacht. Sie hat auch irgendwo ihren eigenen Kopf. Das finde ich zum Beispiel echt super. Auf jeden Fall, auch wenn das ziemlich teuer ist. Mit 4,09 € wahrscheinlich. Das ist echt teuer. Ist das auf jeden Fall lobenswert. Ich bin so froh, dass ich das vorher gekauft habe, wo es auch alles billiger war. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, es hat euch geholfen, dieses Spiel zu mögen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao, ciao. Sayonara. Und Salvatore Tomodachi. I love you. Und bye, bye.